Ich freue mich, bei mir am Mikrofon der 11. Budogala hier in Krems 2017 den Sportstadtrat der Stadt Krems, Herrn Kommerzialrat Kiesling, bei mir am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Herr Sportstadtrat, das Jahr 2017 aus sportlicher Sicht für Krems ist schon fast abgelaufen. Wir könnten eigentlich auch mal über das abgelaufene Jahr reden. Wie sind Sie denn mit den Leistungen und Ergebnissen der Kremser Vereine und Sportinitiativen zufrieden? Also ich glaube, dass es für den Kremser Sport ein sehr, sehr gutes Jahr gewesen ist. Wir haben ganz wenige wirkliche Top-Platzierungen, wie zum Beispiel im Stemmen, wo wir Weltmeisterschaftsplatzierungen haben, also Sieger sogar und der Europameisterschaftszweite und Dritte. Und sonst die Leistungsbewerbe bei den Sportlern sind durchwegs eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele österreichische Meister und Staatsmeister. Im Jugendsport sind wir sehr, sehr erfolgreich. Also unsere Jugendmannschaften funktionieren, also unser Jugendkonzept funktioniert sehr, sehr gut, weil die Vereine wirklich sich sehr bemühen um die Jugend. Und dementsprechend gibt es sehr viele Jugendbewerbe in Krems und hier sehen wir schon, dass unsere Jugendsportler sehr, sehr erfolgreich sind. Und das ist eigentlich auch mein Ziel gewesen, dass wir die Sportförderung in Richtung der Jugend hinwenden und nur Sportvereine mehr fördern, die wirklich Jugendarbeit machen und Jugend zum Leistungssport auch führen. Und das Konzept hat sehr, sehr gut funktioniert und gegriffen. Und in der Richtung muss man auch die Zukunft sehen, dass hier dann auch die neuen Sportler und Sieger der Zukunft sein werden. Stichwort Zukunft, Stichwort Nachwuchs, Stichwort junge Sportler. Stefan Tiefenbacher hat ja hier bei der Budogala in Krems auch Kindergruppen eingebunden. Ich glaube, auch das ist in Ihrem Sinne, Herr Sportstadtrat. Ja, das ist wirklich ganz toll. Wir haben ja 9 Kampfsportvereine oder Kampfsportschulen. Und in diesen neuen Vereinen sind einige hundert Kinder, die wirklich tagtäglich trainieren und von wirklich guten Trainern wirklich ausgebildet werden. Und das ist schon für mich sehr schön zum Zuschauen, wie hier Kinder sorgfältig und wirklich professionell zum Sport herangeführt werden. Dritte und letzte Frage: Wie wichtig ist eine Veranstaltung wie die Budogala für die Sportstadt Krems? Ganz, ganz wichtig. Ja. Also Stefan Tiefenbacher hat es wirklich geschafft, dass es eine Sportveranstaltung ist, weit über die Grenzen von Krems hinaus. Und es kommen wirklich sehr, sehr viele Gäste aus dem Wiener Raum und aber auch aus ganz Österreich und im Ausland. Und ich bin sehr froh, weil er vor 2 Jahren angekündigt, dass es die letzte Budogala war. Und er hat dann mit tosendem Applaus die Antwort bekommen, weiterzumachen. Und der Erfolg gibt ihm recht. Und für Krems ist es eine super Gelegenheit, die Stadt zu präsentieren als Sportstadt Krems. Bedanke mich für das Interview bei unserem Sportstadtrat, Kommerzialrat Albert Kiesling. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank. 11. Budogala 2017. Bei mir am Mikrofon begrüße ich den Erfinder und Organisator Stefan Tiefenbacher. Letztes Jahr oder vor 2 Jahren bei der letzten Gala hat es geheißen, das Beste kommt zum Schluss. Heute lautet das Motto, I like to move it. Ich liebe es, mich zu bewegen. Stefan, wenn wir kurz zurückblicken, wie das Ganze angefangen hat, 1997. Du erinnerst dich sicher. Ja, 1997, das ist schon sehr lange her, Richard, aber wie du sagst, ich erinnere mich gerne zurück. Wir haben da zu zweit, Herbig Eichensied und ich, vom Kickbox-Club Krems versucht, eine Gala ins Leben zu rufen, die zu Beginn mit vielen Sportlern der Umgebung, mit vielen Amateuren gespickt war. Und in den letzten Jahren hat sich das Ganze einfach sehr, sehr großartig entwickelt. Und wir haben heute etwas Internationales da, das in Krems noch nicht gegeben hat. Der Rhythmus, alle 2 Jahre die Gala zu veranstalten, hat sehr große Begehrlichkeiten auch bei den Fans und natürlich auch bei den Teams geweckt. Weltweit kommen sie mittlerweile hier zu uns in die Sporthalle in Krems. Auch das, glaube ich, lässt, wenn wir die nachfolgenden 9 Galas Revue passieren lassen, sehr stolz zurückblicken. Ja, da muss man sich schon auf die Schultern klopfen. Es macht natürlich sehr stolz, wenn man als Organisator angeschrieben wird, ob sie bei uns performen können, und man schaut sich die Truppen dann natürlich an und man freut sich dann, wenn man die wirklich dann live hier in Krems sieht. Vor 2 Jahren hast du amtsmüde gewirkt bei der 10. Gala. Mittlerweile haben wir 2017, 20 Jahre sind ins Land gezogen. Es gibt eine 11. zur großen Freude vieler, vieler Teams. Was hat dich dann doch motiviert, dir diesen Organisationsstress, diese vielen Telefonate, diese Stunden und Tage der Vorbereitung zu investieren? Ja, das Feedback bei der letzten Gala war ganz einfach sehr gewaltig und man wird dann auch immer wieder angesprochen, war es das wirklich das letzte Mal, und ich habe dann mich an einem Titel von James Bond orientiert, gesagt, niemals nie,
und das sollte heute mal gelten. Schauen wir mal, was kommt. Ich freue mich heute, dass so viele Zuschauer gekommen sind und es wird sicher eine Bombenveranstaltung. Wir führen dieses Interview jetzt knapp vor der Gala. Was erwartet denn die Zuseher heute ganz besonders? Was ist denn dir als allererste in Erinnerung? Worauf dürfen sie sich denn freuen? Außer wirklich herzeigbaren Martial Arts und Kampfsportszenen, natürlich wahrscheinlich auch viel Spaß. Auf der einen Seite freut es mich ganz besonders, dass die Kremser Vereine hier aktiv mitarbeiten, der Judo-Club und auch die Taekwondo-Vereine. Wir können Kinder präsentieren, das ist mir immer ein großes Anliegen, die Kinder zum Sport zu bekommen. Und natürlich haben wir heute einen Kracher aus Hollywood, also das Team Cascade performt bei Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, beim letzten James Bonds, beim Spectre haben die mitgespielt, also die machen Hollywood-Stunt-Double und das ist eine ganz große Nummer und auf die freue ich mich ganz, ganz besonders. Und abschließend, glaube ich, gilt es auch wahrscheinlich dem einen oder anderen Dank zu sagen. Ganz besonders deinem Sohn, dem Timo, der da schon richtig tatkräftig mitschöpft. Ja, an dieser Stelle auf alle Fälle. Der Timo hat mich hier speziell in der Werbung, bei neuen Medien bin ich nicht so bewandelt und er ist diese Generation, die hier nachkommt und er hat ja tatkräftig wirklich mitgewirkt, dass es heute auch zum Erfolg wird. Und nicht nur der Timo, sondern die ganze Kickbox-Familie hat hier zusammengearbeitet und zusammengeholfen. Es ist natürlich so, dass einer die Idee haben muss, aber man braucht dann viele andere, die das Ganze umsetzen und dann auch zum Erfolg zu machen. Und da haben viele, viele Hände mitgearbeitet, dass es zu dem wird, was es heute ist. Stefan, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute. Danke, Richard, danke. Bei mir am Mikrofon begrüße ich als nächsten Gast vom Team Cascade, Maurice Chan. Very welcome, herzlich willkommen, Maurice. Thank you so much. Maurice, my first question in English, meine erste Frage in Englisch. What was the reason that you came to Krems? Was ist der Grund, dass du nach Krems oder ihr und euer Team nach Krems kommt? This is the first time for us for coming here and this is a great things for us because we didn't know Krems and this is a beautiful town and we hope that people are very awesome tonight. Have you heard something from the Budo Gala in the past? Hast du etwas von der Budo Gala in der Vergangenheit gehört? No, this is the first time and Stefan called us last year just for booking us for tonight. And this is very, very great and very exciting experience for us. Also seine großartige und sehr interessante Herausforderung für Maurice und sein Team, heuer hier dabei zu sein. Sie wurden letztes Jahr von Stefan zu dieser Budo Gala eingeladen. Maurice, my last question. What will you show us at the show at the Budo Gala 2017? Tonight we will show two different shows. The first show is martial artistics and acrobatics and tricking. And the second show is a stunt show with the Matrix show. You're from France, so we should like remember you're at home at the whole world. Ihr seid zu Hause auf der ganzen Welt und ihr macht auch sehr viele Filmproduktionen. You're part of many TV and film productions, cinema productions. Tell us about something about that. Yes, we're a stunt double and stuntman performer for different movies, for Luc Besson's film, like Lucy, Valerian, and some action Hollywood film like James Bond, Spectre, and Taken 2, Taken 3, and other lots of French movies too, and we did lots of international stage to like France Got Talent or Britain's Got Talent, and now we're working for Disneyland Paris like as a fight choreographer for the new Avengers show. Maurice hat gerade erzählt, dass ihr Team Cascade bei sehr vielen Filmproduktionen, ich habe mir es gar nicht gemerkt, wie viele es sind, aber herausgestochen haben auf jeden Fall James Bond, Spectre, Taken 1, 2, 3 mit Liam Neeson und many more. Also sehr viele Filmproduktionen, international bekannte Filmproduktionen und aktuell sind sie dabei für die neue Disney-Show Avenger im Disneyland Paris, die Show für 2018 zu choreografieren. I would like to say thank you, Maurice. All the best for the Budo Gala 2017 and we are proud that we have you here. Vielen Dank. Thank you. Thank you so much. Mein nächster Gast kommt aus der Schweiz, Micha Hurni. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und wir können erfreulicherweise in Deutsch sprechen. Natürlich, ja, geht. Alles kein Problem. Micha, wir haben sehr viele internationale Kampfsportler hier bei der 11. Budo Gala in Krems im heurigen Jahr.
Ein Team haben wir eingeladen, das hier schon mindestens populär ist, wenn nicht sogar beliebt, die Swiss Tricks. Ihr seid wiedergekommen. Was glaubst du, warum? Weil es uns Spaß macht. Ich weiß es nicht. Nee, ist natürlich eine große Ehre für uns hier zu sein und super Publikum immer. Macht auch Spaß, mit den anderen Künstlern zusammenzuarbeiten. Eure Tricks quasi verpackt mit Kampfsportkunst oder Kampfsportszenen und dazu viel, viel Spaß. Das ist hier sehr populär und echt gut angekommen, daher wahrscheinlich die neuerliche Einladung. Was habt ihr denn heuer 2017 für die Budogala mitgebracht? Ja, was dieses Mal ganz speziell ist, ist, dass wir uns mit anderen Trickern aus der Schweiz und dem Team Starma zusammengeschlossen haben und was Neues ausprobieren. Also es ist eigentlich eine neue Show, eine Premiere. Und ihr da bietet uns wieder verschiedene Stile, gepaart mit Kampfkunst und Breakdance, habe ich gelesen. Stimmt das? Ja, zwischendurch gibt es halt ein paar Breakdance-Elemente. In dieser Show haben wir nicht so viel, aber was für uns auch sehr wichtig ist, ist, dass die Comedy nicht zu kurz kommt in unserer Show. Ihr begeistert ja schon seit 2003 das Publikum auf den internationalen Bühnen und der Welt. Und damit sage ich danke fürs Kommen, freue mich schon und wünsche euch natürlich auch alles, alles Gute. Micha Hurni von Team Swiss Tricks. Vielen lieben Dank, wir sind gespannt und freuen uns auf den Event. Freue mich, meinen nächsten Gesprächspartner diesmal an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Otto Reimitz, der Chef vom Wellenspiel, Genussspiel und auch Schauspiel. Herr Reimitz, drei Schlagwörter, was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich moderne, gute Gastronomie. Im Herzen von Krems, die Ringe der Donau mit dem Wellenspiel. Im Mariandl im Einkaufscenter mit dem Genussspiel und jetzt neu in St. Pölten mit dem Schauspiel. Sie haben sich als starker Partner unserer 11. Budogala 2017 bereit erklärt, die Veranstaltung zu unterstützen. Was fasziniert Sie an der Budogala? Mich fasziniert an der Budogala Kickboxen. Meine Tochter hier mit dem grünen Gurt, Kickboxerin. Mein Sohn Raphael, auch mit dem grünen Gurt, rennt irgendwo da herum. Und ich selber trainiere ab und zu Kickboxen, darum unterstütze ich die Budogala. Das ist unsere nächste Generation und Sport und Teambuilding ist für mich entscheidend. Die Budogala passt bestens zu Krems, nicht nur zum Wellenspielen, nicht nur zum Genussspiel, sie ist auch ein echtes Schauspiel. Es ist ein Schauspiel, korrekt, ja. Es ist eine wunderbare Sache und der Tiefenbacher Stefan inszeniert es, glaube ich, jedes zweite Jahr. Voriges Jahr war es nicht, sensationell. Bin immer gern da. Herr Reimitz, wir sagen vielen Dank für die Unterstützung und wir wünschen natürlich auch Ihren beiden Nachwuchskindern alles, alles Gute, toi, toi, toi und Ihnen viel Spaß. Bitte gerne, vielen Dank für das Interview, danke. Ich freue mich, meinen nächsten Gast am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Richard Schlager, stellvertretend für die Hydroingenieure hier aus Krems. Herr Schlager, was hat Sie dazu bewogen, die Budogala 2017 zu unterstützen und was führt Sie hierher direkt in die Halle? Auch fasziniert? Sehr fasziniert. Es wird wirklich alle zwei Jahre diese Veranstaltung besser. Mein sehr guter Freund Tiefenbacher Stefan macht die Veranstaltung jedes Jahr zum Ereignis. Und deshalb haben wir entschlossen von der Firma Hydroingenieure, dass wir tatkräftig unterstützen. Erzählen Sie uns mal ganz kurz, wofür steht eigentlich Hydroingenieure? Ja, Hydroingenieure gibt es sehr viele Sparten. Die eine Sparte ist die Kanalreinigung, die Kanalwartung. Die zweite ist die Umwelttechnik mit der Planung. Und die dritte ist das WSB-Labor. Herr Schlager, ich wünsche Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung bei der Budogala 2017 und bin schon mal gespannt, was Sie uns danach erzählen werden. Besten Dank und ich wünsche eine super spannende, gute Unterhaltung. Die 11. Budogala 2017 in Krems ist Geschichte. Zum Abschluss habe ich mir einen Gesprächspartner geholt, der ein tragender Teil dieser Show war. Alex Gajewski vom T-Punkt Showteam aus Deutschland. Alex, meine erste Frage an dich, was ist T-Punkt? Teppung ist ein Team aus Freunden, die eine Leidenschaft teilen möchten. Das ist eine Kampfkunst namens Taekwondo. Wir wollen den Charakteraspekt hervorheben. Wir wollen die Freude an der Kunst hervorheben und Freude an Disziplin, an harter Arbeit und ja, eine gewisse Leichtigkeit da reinbringen, das ganze Ernste. Das ist, was Teppung möchte. Ihr habt euch zum wiederholten Mal auf diese Gala vorbereitet. Ihr seid ja schon zum dritten Mal bei uns hier in Krems zu Gast gewesen. Was waren eure persönlichen Eindrücke? Wie habt ihr euch auf das heutige Show-Element eures Teils vorbereitet? Und was sagst du jetzt, nachdem die Gala abgeschlossen ist? Also vor und nachher
alles mit Freude. Vorbereitung mit Freude, nach der Show ist große Freude. Letztendlich verbinden wir Krems mit großer Freude. Die Stimmung ist grandios, es ist eine gewisse Wärme da, es ist ein Respekt da von den Teilnehmern der Kampfsport und Kampfkunst gegenüber. Das ist einfach toll und dann ist man gerne auf der Bühne und man gibt 150%, 200.000%. Ja. Was sagst du zum heurigen Motto zur Verbindung Jung-Alt, Klein-Groß, Breiten- und Hobbysport, Leistungs- und Weltmeisterschaftssport? Ja, da sieht man, es ist alles möglich, es ist alles da. Alter spielt keine Rolle, es ist nur eine Zahl letztendlich. Ob ein bisschen mehr mit Spaß oder ein bisschen ernster, ist letztendlich egal. Hauptsache, man macht. Man macht es mit Freude, man macht es mit so einem gewissen inneren Zufriedenheit. Und das ist das, was man heute hier auch sehen konnte. Die Leute haben alle Spaß an dem, was sie tun. Und das ist Leben letztendlich. Wollen wir nicht alle ein bisschen glücklich sein? Dem kann man nicht mehr viel hinzufügen. Alexej Gajewski, vielen herzlichen Dank vom T-Punkt-Team aus Deutschland. Vielen Dank, es war uns eine große Freude. Ja, Krems ist uns ans Herz gewachsen. Danke.